Kenne ich zwar nicht, noch nicht so lange, möchte aber mal für die letzten Wochen bedanken. Jo, Dark Shadow, vielen Dank für den Support auf jeden Fall. Machst du bequem hier bei uns. Hast 600 Coins bekommen. Mit den Coins kannst du dir schon mal was zusammenkratzen, sag ich mal. Pain Mario Donations. Lukas hat nur noch 8 Euro auf der hohen Kante. Ja, Lukas, was soll das, Gauner? Meinst du, ich fühle mich gut, wenn du 8 Euro hast und die 8 Euro dann hier auf den Stream reinballerst? Ich finde das ziemlich cool, was du machst, Gauner, aber irgendwie auch nicht. Ne? Der Monat ist lang, Gauner. Ne? Der Monat ist lang, mein Freund. Ne? Und Merxy wird dir keine 5 Euro geben. Kretze geschweige, Mann. Der teilt ja nicht mal einen Maxi-King, Gauner. Ne? Das wird schwierig, Gauner. Das wird ein schwieriger Monat für dich sein. Pain Mario, da musst du den auf die Tatzen hauen. Ich geb mein letztes Hemd für dich, Sakari, ich liebe dich. Alter, so ein kleiner Dude, Mann. Oh, scheiße, Mann. Ey, ich habe wieder ein krasses Kapado bekommen, Freunde. Boah, das ist ein Shiny, Guys! Alter, ich habe ein Shiny Kapado bekommen, Freunde. Aber ich sehe es nicht. Das Spiel will mich trollen. Das Spiel will mich trollen. Das kann nicht sein, dass ich mal ein Shiny Kapado kriege. Und ich sehe das nicht mal, Guys. Nein, es ist ein Shiny Kapado, Freunde. Ich kann es nicht sehen. Alter, wie schlecht ist das eigentlich, Freunde? Wie schlecht ist das eigentlich? Ich starte mal die App von neu. Ich hoffe mal, das geht dann. Warte mal. Das kann doch nicht sein, Alter. So, ich wähle dich. Shiny Door. Ich nenne ihn Shiny Door. Nein, nein, nein. Zurück. So. Shiny Door. Alter, ich habe ein Shiny Kapado bekommen, Freunde. Und sehe das nicht mal. Und meinen anderen sehe ich auch, natürlich auch nicht, ey. So eine traurige Geschichte eigentlich. So. Ein Bugteil 2 sehe ich jetzt im hinten Aquarium. So, Freunde, ich werde die App jetzt neu starten, sobald ich im Aquarium bin. Vielleicht ist der Bug dann weg, aber ich glaube, das ging nicht. Deswegen habe ich das jetzt gerade eben auch nicht gemacht. Weil ich habe das schon mal gemacht, glaube ich. Diesen Bug hatte ich schon mal. Ne? So, mal gucken. So. Mal kurz neu starten. So, zack, 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 zack. So. So, hoffentlich klappt's. Nee, Alter. Ey, das kann nicht sein, Mann. Das ist doch scheiße, ey. Das ist das Kack-Game, ey. Ich hatte das schon mal versucht. Deswegen habe ich das gerade nicht nochmal gemacht, ey. Es geht nicht weg. Ich sehe jetzt... Das Einzige, was geil ist, ich sehe mein letztes Kapado da hinten. Das heißt, wenn das stirbt hier, sehe ich es hinten im Hintergrund. Das sehe ich dann. Im Hintergrund ein Shiny schwimmt, Freunde. Das ist so eine traurige Geschichte, Freunde. Einfach nur traurig, der ganze Kram. Sau traurig eigentlich. Was, dann kriege ich das erste Shiny Guys, ne, in der 23. Generation und es ist verbuggt. Einfach nur traurig. Guck mal, es entwickelt sich sogar weiter und ich kann es nicht sehen, Freunde. Ich kann dieses Kapado nicht beim Aufwachsen, also es wächst, ne, wie so ein kleines Kind, es wächst auf, ne, es ist jetzt in der Pubertätphase. Ich kann es einfach nicht sehen, Mann. Ich kann es einfach nicht sehen, wie das aussieht, wenn es wächst. Senpai, haut hier einen zweimonatigen Resub raus, guys! Let's go! Come on, drop in the chat, Senpai! In the chat für Senpai! Ist wieder back und rastet hier einmal aus, guys! Auf dir! Yo, Senpai! Vielen Dank für dein Support, Gauner. Bist ja auch schon sehr lange hier am Start, muss man schon sagen, Senpai. Ich hab gehört, du warst auf der Dokumi. Hast einen Seelsang getroffen, finde ich cool. Wo ist denn The Real Isn't God? Ich glaube, der ist auch Sub hier auf dem Kanal, aber ich sehe den nicht. Ne? The Real hat letzten Monat geresubbt, das weiß ich. Aber ich sehe den nicht mehr hier. Aber der haut einen Sub immer raus.
So. Backup machen und die App neu installieren. Nee, weil das Problem geht plötzlich weg. Das ist plötzlich weg. Ich hatte das schon mal. Ne? Christopher, haut nochmal einen Euro raus. Nicht schlecht, nicht schlecht, der Specht. Vielen Dank für den Support, Jude. Das ist jetzt kein Dauerproblem. Wie gesagt, das geht nach einer Zeit weg. So. Bum-bum-bum. Vielen Dank für den Support, Jude. Der ist sogar noch inaktiver als ich. Wir sind beide nicht so von Sonne und Mond gehypt. Ja, ich hoffe mal, das ändert sich jetzt mit diesen Erweiterungen. Ne? Hoffe ich mal. Ich weiß, ich habe da so ein paar Dudes, die in Oras richtig aktiv waren. Die sehe ich leider nicht mehr. Die sind auch sogar... eine Person hat erst vor kurzem das Spiel erstmal durchgespielt. Obwohl die Person am Release das Spiel gekauft hat. Hat sie erst die Person im April das Spiel durchgespielt. Ne? Ich hoffe mal, da ändert sich so ein bisschen, dass jeder da so auf seine Kosten kommt, auf seinen Spaß, sage ich mal. Speed ist blöd, okay, Speed. Das ist unsere Speed mit Trollnamen. Jo, Parfi, hate mal hier nicht, Parfi, ne, hate mal nicht. Hast du den Trailer jetzt gesehen, Parfi? Parfi, hast du den Trailer gesehen? Ich hoffe auf einen geilen Scheiß. Aber das ist der Witz, Freunde. Auch wenn eine Gen nicht gut ist, heißt es nicht, dass ich auf alte Gens nicht spielen kann. Wie jetzt. Ich spiele noch immer auf alten Gens rum. Ne? Ich finde den Trailer kacke. Okay, warum findest du den Trailer kacke? Kann das sein, dass du ein bisschen toxisch heute unterwegs bist, deswegen, dass du ihn scheiße findest? Kann das sein, dass da so ein Hauch Salz auf der Spurebene ist? Weil du bist auf jeden Fall die Erste, die sagt, der Trailer ist scheiße. Sonst hat keiner heute gesagt, dass der Trailer scheiße ist. Der Text und so blabla nervt mich auch, alles andere ist gut. Ja, die neue Shiny Hunting Variante finde ich gut wieder. Ja. Kann man nicht meckern. Ich freue mich schon auf die Remakes von Rubin und Saphir. Was? So, gibt es denn Ultra Sun und Moon neue Pokis? Wahrscheinlich, ja. So wie ich es gehört habe. Hast du den Trailer schon gesehen oder können wir dich spoilern, Felix? Den Trailer haben wir doch alle zusammen gesehen oder kam jetzt noch ein Trailer raus? Parfi ist nicht sie selbst, wenn sie hungrig ist. Nur sie ist immer hungrig. nein, zurück hier. Lukas, haut noch raus! Lukas, hör auf damit! Wenn Payne das echt ernst meint, was er geschrieben hat, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann hör auf damit, Gauner, ne? Sonst lösche ich dir alle deine S-Coins. Dann hast du keine S-Coins mehr. So. Hoffe neue Mega-Entwicklungen. Jo, Ultra-Entwicklungen vielleicht. Mal gucken. Nee, aber Tekken hat vorher schon nicht gebockt. Ja, gut, Tekken ist was anderes, Parfi. Ich bin jetzt auch nicht von Tekken gehypt. Ich werde das Spiel natürlich mit euch spielen, weil es Pokémon-Content ist. Tekken hat mich damals auch nicht gebockt. So, ja, und von Sonne und Mond hatte ich eh nicht viel. Dann noch Ultra Rip. Ja, wieso für den Emo das letzte? Hashtag Sackt will ein richtiges Remake. Sagt dazu mal jetzt erstmal nichts. So, hab geschaut auf Rubin und Batteriewechseln zu machen, aber steht immer Speicherdaten fehlerhaft und interne Batterie ist leer. Was nun? Die waren erstmal, achte mal, dass deine Tastatur irgendwie richtigen Shit produziert. Irgendwie heute den ganzen Tag irgendwie so abgehakt kommt sogar, oder? Hab geschaut, meinst du, oder was? Auf Rubin und Batteriewechsel zu machen. Ja, musst du eine richtige Batterie reinballern. Ja? Die darf auch nicht zu krass sein, die Batterie.
Ja, zwei Leute haben heute gehatet. Parfi und ein 13-Jähriger, der gesagt hat, es ist alles scheiße im Trailer, weil Remake nicht kommt von 4. Gen. Und die meisten wiederum waren froh, dass überhaupt dieses Jahr was kommt. Und ich denke mal, das ist das Wichtigste. Dass dieses Jahr überhaupt was kommt. Ne? Wir haben vor einer Woche überhaupt nichts gehört davon, Freunde. Nichts gehört von Pokémon, dass überhaupt was kommt. Ne? Butter bei der Fischgeist. Und jetzt haben die einfach gesagt, drei coole Sachen kommen dieses Jahr raus. Was ist da los? Doppelt Peace an die Hater da draußen. Okay. So, Parfi hat das Lukas-Syndrom. Sie hatet nur noch, okay? Ja, Parfi will ja auch ihre Plüschtiere irgendwie wegmachen, die Gaunerin. Finde ich auch nicht so cool, ne? Parfi, ich habe hier Platz. Ich kann sie ja aufstocken hier, ne? Parfi, muss einfach nur eine Kiste schicken hier, ne? Parfi-Plüschtiere, ne?